Und damit willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Letztes Mal sind wir hier in Richtung Burg gezogen. Heißt, wir haben in Sanctuary unsere Zelte abgebrochen und haben alles hierher verlagert. Insofern, dass es denn ging. Das ist natürlich witzig, wie er jetzt Wache hält hier oben. Cool. Es ist noch nicht alles angekommen bei uns. Hier oben im Lager. Was? Bein verletzt? Zählt doch nichts. Nee, denn wir haben da so eine Handelsroute gemacht und irgendwie dauert das so ein bisschen. Und jetzt habe ich mir gedacht, bevor wir jetzt hier noch eine Baufolge machen, schauen wir doch nochmal, was wir so an Quests noch haben. Sprich mit Ellie. Detective Valentine hat einen neuen Fall. Ich sollte mit Ellie darüber reden. Das war die Hauptquest. Ich glaube, das können wir mal machen. Oder aber, lies Nahrung für den Grashüpfer. Das wäre auch noch ganz interessant. Das ist der Nuka World DLC. Ach nee, weit weg von zu Hause. Ah, ja. Das ist Far Harbor. Ich vergesse es immer wieder. Das wollen wir noch nicht machen. Finde die Schätze von Jamaica Plain. Komm, wir machen den goldenen Grashüpfer. Lies Nahrung für den Grashüpfer. Notizen. Hergestellt von Shemdrown 25, Mai 1742. An meine Brüder und Grashüpfergenossen. Niedergestreckt am 13. November des Jahres 1755, früh am Morgen durch ein großes Erdbeben meines alten Meisters im Himmel. Wie im Angesicht der Zerstörung durch Flammen entkam ich bei Zeiten den Hallen, den gebrochenen Knochen und Prellungen wohlauf und heil. Des alten Meisters Sohn Thomas Drown, 28. Juni 1768, will ich Nachlass in meinem Büro versprechen. Doch wandelmutig wie der Wind soll ich sein. An den Ufern des Charles, wo Meister Shem auf ewig ruht, soll man finden den Wert eines ganzen Lebens. Okay, er hat irgendwo sein Vermächtnis hinterlassen. Finde Shem Drones Grab. Das ist, Questmarker! Questmarker! Wo soll ich das denn finden? Die Notizen goldene Garde scheinen sich auf Shem Drones Grab zu beziehen. Mal sehen, was sich darin befindet. Ja, lustig. Müsste ich es erstmal finden, wie gesagt. Mhm. Vermutlich muss ich einfach irgendwo nachfragen, ne? Oder? Ich denke schon, der Wärme. Aber doch, wir haben da. Da führt ein Marker hin. Gefunden! gefunden! Old North Church! An der Roboterwerkbank lässt sich eine breite Palette von Robotern herstellen, inklusive Kombinationen, die General Atomics International oder Robco niemals genehmigte. Natürlich. Was sonst? So, und wenn wir das jetzt haben, also den Schatz, der da in seinem Grab irgendwie versteckt ist, dann haben wir gar nicht mehr so viel, was wir tun können. Dann müssten wir eigentlich schon mit der Hauptquest weitermachen. Aber gut, das gucken wir dann gleich. So, 91 Meter. Es ist, wie viel Uhr? Oh Gott, 9 Uhr abends, na toll. Nette Flinte, Nick. Will ich wissen, wo du die her hast?
ich dir die gegeben? Ich glaube ja nicht. Haben wir hier irgendwo noch was zum Sitzen, dass ich mal Tag machen kann? Hier irgendwo so ein Klappstuhl oder so, der hier einfach mal so rumsteht. Leider nicht. No. What's this? Mean pest trees? Was? Joe's Spuckies? Gehen wir mal rein. Wenn wir schon da sind. Wie sie sehen. Oh! Oh, Mizi! Mizi, Mizi, Miz! Gut, hier ist irgendwie... Huch! Miau! Nicht besonders viel. kann ich die Katze nicht irgendwie retten und mitnehmen? Das wäre so schön. Ich hätte gerne eine Katze bei mir in der Burg oben. Und vielleicht mache ich das einfach so. Ich baue mir gar kein Haus. Vielleicht richte ich mir einfach nur ein Zimmer ein. Weißt du? Das wäre doch auch eine Idee. Denn Räume gibt es ja da genug. Komm schon. Ich will dich mitnehmen. Wir fangen sie. Ha! Okay. Funktioniert nicht. Ja, es tut mir leid, Kollege. Dann musst du halt hier bleiben. Ja. Ich habe es angeboten. Das habe ich vergessen zu warten. Ich depp. Deswegen bin ich ja eigentlich da reingegangen. Na komm doch mal. So, dann hock dich mal hin. Und wir warten und warten und warten, warten, warten. So. Viertel vor acht. Katze, stört dich das Licht etwa? Soll ich das Licht ausmachen? Bewegt sich auch kein Zentimeter, ne? Naja. So, hier lädt er jetzt wieder extra lange. Komm schon. Go. Dabei. Yalla. Faster. Go, go, go. Und da ist wieder die Bruderschaft unterwegs. Irgendwo. Gut, geht uns nichts an. Das geht uns nichts an. Scheiße.
Scheiße. Da kommt jemand. Boah, der hält verdammt viel aus. Und stirbt nicht. Boah, ich glaube, so erwische ich den nicht, oder? Ah, was? Ah, cool. Da kommt die Bruderschaft. Komm, Nick. Wir verschwinden. Unser Ziel befindet sich hier. Scheißviecher. So, Shamdrones Grab. Graben, und wir haben natürlich keine Schaufel dabei, ne? Oh oh. Liegt hier nicht irgendwo eine Schaufel rum, verdammte Axt? Könnt ihr das nicht mal lassen? Ne, hier liegt nichts. Heißt, ich muss nochmal irgendwie zurück und muss mir eine Schaufel kaufen. Ey, das gibt's doch nicht. Aber ich glaube, dann haben wir vielleicht, wenn wir wiederkommen, hier Ruhe. Versuch's mal hier im Drumlin Diner. Vielleicht kriegen wir eine. Wäre natürlich schön. Was? Noch eine? Nur eine. Hauptsache, Simone liegt hier immer noch rum. Simone und Wolfgang. Für immer und ewig vereint. Wolfgang verrottet in der Hölle. Und ich kann ruhig schlafen. Danke. Brauchst du irgendwas? Yo. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot... Von allem... Ich hätte gerne. Ich hätte gerne Schaufel. Und das echt dringend. Aber ich glaube, ich habe schlechte Karten hier. Untersetzer, da rangegangen oder eine Angel. Nee. Hier haben wir nichts. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Vielleicht bei der Gammelkala? Sie hat bestimmt auch keine. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwie... Ich glaube, ich hatte eben irgendwas von einer Ausgrabung gelesen oder so. Ja? Hauptsache, Dogmeat ist immer noch da. Warum? Zurück? Zeit fürs Geschäft? Ich wollte den doch... Dann lass mal sehen, was... Ich verkaufe ihn. ...in die Burg auslagern. Ich
Spachtel, ja, toll. Mit einer blöden Spachtel, ey. Ach, so eine Scheiße. Das bringt so nix. So, jetzt warte mal kurz. Echt komisch. Licht machen wir aus. Und ich hätte gerne echt diesen verdammten Schrott jetzt wirklich mal da drüben. Bei der Burg dann. Pass auf dich auf, Schätzchen. Man hat's schon nicht einfach, ne? So, was machen wir jetzt mit der Schaufel? Dickicht-Ausgrabung. So, da haben wir doch mit Sicherheit irgendwo eine Schaufel. Wenn nicht, weiß ich es auch nicht. Aber hier müsste es ja eigentlich eine geben. Hoffe ich doch. Ach du Kacke. Ach du Kacke, waren wir hier schon mal? Also Spiel sagt ja. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr dran erinnern. Tabu-Tattoos! Perfekt! Yay, eine neue Gesichtstätowierung. Wo auch immer wir uns das Gesicht tätowieren können. Lassen können. Aber hier muss es doch jetzt irgendwo eine Schaufel geben, oder nicht? Wenn das echt so eine bescheuerte Ausgrabungsstelle hier ist. Was meinst du? Ja, toll. Da komme ich gar nicht dran, oder was? Kann ich nur trinken. Ist ja schön. Wenn ich da drüben am Generator rumspiele, kann ich hier mit Sicherheit auch Licht machen. Ah, hier muss es doch irgendwo eine Hütte geben oder so. So ein Wachhütchen oder so. Oder irgendwas, wo hier irgendwelche Arbeiter mal gelebt haben oder so. Da unten blubbert auf jeden Fall was. Gut, die Arbeiter haben wahrscheinlich da drüben in ihrem Wohnwagen gehaust. Da drüben blubbert was im Wasser. Da können wir mal nachsehen. Was meinst du, wie weit das hier runtergeht? Sehr weit. Was meinst du, wie weit das hier runtergeht? Sehr weit. Soll ich es nochmal sagen? Nick? Oder hast du es verstanden? Sehr weit. Ach, da ist ja jemand. Bleib weg, wenn du nicht mit anpacken willst. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Ich könnte vielleicht helfen für ein paar extra Kronkorken. Ich könnte vielleicht helfen für ein paar extra Kronkorken. Ich wollte dir sowieso was geben. 75 Kronkorken für deinen Aufwand. Hilfe bei was genau? Hilfe? Bei was genau? Ich versuche, die alte Wasserpumpe zu reparieren. Dann müsste es reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Cool. Nein, was hast du denn hier wirklich vor? Du scheinst ja viel zu tun zu haben. Ich versuch's mal. Nein. Was hast du hier denn wirklich vor? Vielleicht habe ich Freunde, die Höhlen erforschen. Vielleicht brauche ich ein Loch, um Leute wie dich reinzuwerfen. Also, hilfst du mir jetzt? Alles klar, ich bin dabei. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand.
Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasenausschau. Okay. Alles klar, das kriege ich hin. Cool. Das ist natürlich schön. Also sind wir hier wahrscheinlich irgendwann mal vorbeigelaufen oder ich habe irgendwann irgendwo geschafft. Hiervon mal gelesen und dann. Dann bekommt man das Ganze ja auf der Karte dann markiert. Cool. Da können wir jetzt gleich mal pennen. Würde ich sagen. Mal bis zum Morgen. Da lässt es sich dann doch einfacher diese Rohre reparieren. 7:30. Wundervoll. Terminal von Dickichtausgrabung. Ich kann schon gar nicht mehr lesen. Lieferungsaufzeichnungen. Band abspielen. Ah. Holeband auswerfen. Sallys Aufzeichnung. Es gefällt mir hier. Mit der richtigen Mannschaft hätte ich keine Probleme. Die Händler sind nah genug für schnelles Geld. Aber auch nicht so nah, dass wir am Ende abgezogen werden. Das ganze verdammte Ding ist allerdings voll mit Wasser. War ja klar, es gibt immer einen Haken. Diese krasse Entwässerungspumpe sieht einigermaßen intakt aus. Wenn ich Glück habe, funktioniert sie noch. Werde ich mir morgen mal anschauen. Nein, das wird nicht einfach. Trotzdem ist die Pumpe in besserem Zustand, als man annehmen sollte. Ich würde gerne noch ein paar Werkzeuge holen, aber es ist schon ziemlich spät. Ich bastel noch ein bisschen rum und gehe dann morgen früh los. Dürfte jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Gut, dass ich den Vorschlaghammer mitgenommen habe. Obwohl das eine ganz schöne Schlepperei war. Das Ding war total verrostet. Ein paar Schläge mit dem Hammer und schon war das Problem gelöst. Aus dem Teil kamen aber jedes Mal ziemlich seltsame Geräusche. Ich hätte schwören können, dass sich da drin was bewegt hat. Okay. Ja. Ihr habt die meisten Anschlüsse hingekriegt. Die Rohrlecks, die ich finden konnte, habe ich geflickt, bis auf die unter Wasser. Nach den ganzen Geräuschen setze ich da keinen Fuß rein. Ich gehe wahrscheinlich zurück und hole einen der Neuen, der das übernehmen soll. Tische, Platten, Luxusanrichtung, beste Obelisken. Können wir nicht mal Schaufeln liefern? Oder so? Die Wasserpumpe funktioniert nicht. Schaufel? Was meinst du, wie weit das hier runtergeht? Achso, aber der Aufzug funktioniert, oder was? Was meinst du, wie weit das hier runtergeht? Hier kommt doch nichts, ne? Doch, Tatsache, ist ja witzig. Es geht anscheinend sehr tief runter. Wie schön. Hat man ja gerade gesehen, wie lange dieser scheiß Aufzug hier hochgebraucht hat. Das sieht cool aus. Aber ob ich jetzt da unten eine Schaufel finde, ich wage es zu bezweifeln. Aber trotz allem, komm, wir gucken mal. Und reparieren die Rohre. Da hinten ist eins. Radex wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir das uns einwerfen würden. Haben wir ja noch genug von. So, Rohr 1 repariert. Was bist du? Achso, du bist...
Irgendein Verteiler oder so. So, und hier. Sprich mit Sally Mathis. Jetzt haben wir alle Rohre. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir da unten eine Schaufel finden. Sally? Mathis? Wo bist du? Mathis? Ist der doof? Wo ist der denn? In so einer Hütte wahrscheinlich. Da ist er. Wenn ich diesen Zulauf schließe, kriege ich vielleicht genug Druck. Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Starte die Pumpe. Das war's. Hör genau hin. Ja, ich höre. Was meinst du, wie weit das hier runtergeht? Ja, ich hatte keine Wahl. Legen wir los. Jetzt hast du ein Problem. Was meinst du? Sehr leid, seit das hier und hättest weglaufen sollen. Und das jetzt schon ab? Nicht wirklich, ja? Oder? Es muss doch eine Möglichkeit. Da ist es. Ja, und nun? Das war's jetzt, oder was? Hallo. Meyerlurks. Ist wohl keine Überraschung, dass Sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Abgeschlossen, den Stecker ziehen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob der es hinbekommt, dieses Ding da unten irgendwie frei zu bekommen, ne? Oder ob wir da irgendwie noch reinkommen. Wir versuchen es uns mal zu merken. Vielmehr, ich versuche es mir mal zu merken. Die Dickicht-Ausgrabung. Ich frage mich nur, wo bekomme ich so eine blöde Schaufel her? Senkloch. Ebenezer, da muss es doch irgendwo eine Schippe geben. Oder nicht? Nur eine blöde Schaufel. Ich meine, die müssen doch hier, um hier zu arbeiten, auch irgendwie mal eine Schippe benutzen. Oh! Ich hätte so gerne eine Katze in der Burg. Ja, eingelegtes Fleisch ist das nicht.
Ja, alles voll. Ja, Schaufel! Schmecker sind wohl wirklich verschieden. Ja, wie gesagt, esst bitte nicht dieses Fleisch, Freunde. Oh Gott. Okay, ich glaube, unser Charakter hier hat zu viel getrunken. So. Okay. Shenrons Grab. Jetzt können wir es endlich ausbuddeln. Jetzt können wir endlich die schändliche Tat begehen. Die Frage ist, für was? Was findet sich jetzt da drin? Hallo? Schnarch? Jetzt. So. Normales Autowrackverhalten. Das ist ganz normal. Kein Grund zur Beunruhigung. Tipp, 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 tipp. Ha, so. Ich glaube, da mache ich mal gerade hier das folgende. Und zwar ein Thumbnail. Boah, nee, ernsthaft? Oh, nein. Nein. Also, Shemdrown hat sich mit seinen Schätzen begraben lassen. Manche Leute können einfach nicht loslassen. Valentine hat das gefallen. Okay, ernsthaft, das hat dir gefallen? Shemdrown Schwert. Bingo. Plus 12 Strahlungsschaden. Keine Angst. Fürchte dich nicht. Die Klinge ist vom Eisen des Teufels. Doch nur der Träger macht sie böse. Drown. Silberbarren. Kupferbarren. Shemdrowns Schädel. Klar, nehmen wir mit. So, kann ich hier jetzt noch... Nee, kann ich nicht. Schade, ich dachte eigentlich, ich könnte jetzt hier noch mehr Gräber ausbuddeln. Die sehen so aus, als könnte man, aber man darf nicht. Ja, cool. Eine Nahkampfwaffe haben wir gar nicht, ne? Haben wir auch noch nie gebraucht, großartig. Das hat auch eine sehr schlechte Geschwindigkeit. Aber steht uns. Huch. Ja, sieht cool aus. Na gut. Packen wir das Ding gerade mal wieder weg. Hallo. So. Dann reisen wir einmal zurück zur Burg. Und ich überlege mir, was wir in der nächsten Folge machen. Wenn ihr noch was wisst. Her damit. Wir sind ja jetzt soweit fertig mit der Liste. Bis auf Kurt 360. Da müssen wir noch vorbeigucken. Ach so, warte mal, mit Nick wollten wir ja auch noch quatschen. Ja, ja. Stimmt ja. Das funktioniert immer noch nicht hier. Muss ich da vielleicht noch was dazwischen packen?
Ist das vielleicht einfach zu weit? Kann das sein? Ich weiß es nicht. So, was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir Essen. Ach so, ja, Essen wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Das wäre natürlich auch ganz gut. Dann machen wir jetzt Folgendes. In der nächsten Folge quatschen wir mit Nick und hören uns an, was der zu sagen hat. Ob er schon rausrückt mit seiner Begleiterquest. Wenn nicht, kümmern wir uns hier ein bisschen um Nahrung, richten unser Zimmer ein und so weiter und so fort. Und ja, also, bis morgen. Ciao.